Willkommen im Leben einer Fashion-Bloggerin. Insta-Name Majolie. Treffen stilecht in Hannovers Altstadt. Einen Tag lang begleiten wir die Niedersächsin durch den Arbeitsalltag eines Berufes, den es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab. Ich bin nicht alleine hier. Hinter mir steht nämlich das Team von Sat1 und wir drehen jetzt was ganz, ganz Besonderes für euch zum Thema Mode. Und wir erfahren, was in Sachen Fashion hip ist und was so gar nicht mehr geht. Ich finde, man kann sich extrem darüber ausdrücken, je nachdem, wie es einem geht. Man kann einfach ein Statement setzen. Habe ich zum Beispiel einen schlechten Tag, geht es mir nicht gut? Laufe ich zum Beispiel komplett in Schwarz raus? Also natürlich macht das jeder für sich, jeder so, wie er sich wohlfühlt. Aber für mich persönlich ist es einfach die Art, sich auszudrücken. Und dann muss der Kleiderschrank natürlich für jede Stimmung was hergeben. Majolie ist ganz offensichtlich breit aufgestellt. Aber auch sie checkt zum Beginn eines jeden Jahres, was hängen bleibt und was getrost weg kann. Dunkelblauer Denim kann zum Beispiel in die letzte Ecke. Außerdem gibt es zum Beispiel das Thema Sneaker, die mit den ganz dicken Sohlen, die sind auch nicht mehr so trendy. Off-Shoulder, also wirklich alles, was ja wirklich die letzten Jahre extrem Trend waren, sind raus. Und dann lösen die leichten Glitzerteile, vielleicht mit bestimmten Federn, auch die Pailletten ab. Aber bloß nicht in die Mülltonne mit dem Überholten. Alles kommt irgendwann wieder. Ich würde tatsächlich nur Sachen wegschmeißen, von denen ich mich wirklich sehr, sehr gut trennen kann. Ist notiert. Dann jetzt noch die Must-Haves 2019. Sieht nach Hosenanzug mit auffälligem Print aus. Das Muster ist echt ein bisschen freaky. Auch hier haben wir wieder diese Glitzerelemente mit drin. Also keine Pailletten, sondern Glitzer. Das heißt, hier werden auf jeden Fall zwei Trends mit inbegriffen. Dann gibt es noch den Western-Style. Da habe ich wirklich auch schon eine Jacke im Schrank hängen. Die ist auch schon ein bisschen älter, hat schon einiges durchgemacht. Aber die fängt diesen Style so ein bisschen auf. 2019 liegen die Farben natürlich auch eher im Braunbereich, braun-beige, die komplette Farbfamilie. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sagt, dass dunkles Jeans eben nicht mehr so trendy sein soll. Dafür aber helles, ausgewaschenes oder eben weiß. Und da habe ich tatsächlich auch schon wieder was im Schrank hängen. Aber aufpassen, dass es keine Make-up-Ränder gibt, denn wer gern dick aufträgt, wird sich freuen. Contouring, also das Gesicht highlighten, ist immer noch trendy. Dingelingeling, Post ist da. Auch das sind die Vorzüge des Blogger-Arbeitstags. Guck mal, Geschenke. Man bekommt tatsächlich eher ganz oft Überraschungspost. Also ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, was jetzt hier drin ist und was mich erwartet. Ich sehe das jetzt auch zum allerersten Mal. Ich konnte es mir davor jetzt noch nicht angucken. Und, aber das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, weil es irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl von Weihnachten oder Geburtstag gibt. Die Klamotten werden dann auf die nächste Shootingreise mitgenommen, in Szene gesetzt und dann kommen da so schöne Bilder wie diese raus. Die können dann Majolies 40.000 Follower anschmachten und nachkaufen. Ja, so läuft das Business. Win-win für alle. Inspirieren lässt sich Majolie übrigens auf Profilen anderer Influencer und natürlich in Modeboutiquen. Auch da keine Pailletten, dafür glitzernder Lurex-Faden. Finde ich richtig toll. Aber beige finde ich tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen cooler schöner, sogar. Ne? Und da ist es, guck mal, so goldig. Ja. Majolies Strategie, zu dem schlichten Glitzerpulli noch etwas Aufregendes kombinieren. Guck mal, das geht ja hier bis zu so einem Knie. Also da kannst du wirklich Winter und Sommer. Das ist ja völlig egal. Ja, auch mit deinen weißen Stiefeletten. Also ich muss echt sagen. Das überlege ich mir noch. Aber die Kombination finde ich mega. Mit dem Pulli ist es süß. Ja, Animal Print ist tatsächlich was, was immer wieder kommt. Leo, Zebra habe ich auch zu Hause hängen oder Schlange jetzt. Das ist eigentlich immer da, geht nie so wirklich weg. Wobei man ja sagt, dass der Leo Print dieses Jahr vielleicht wirklich mal raus soll. Tja, das wollen wir jetzt aber nicht nur auf dem Bügel sehen. Cooler Street-Style-Zwiebellook, ob mit Pulli oder Lederjacke, alles kann, nichts muss. Fehlen nur noch ein paar Accessoires. Gerade bei den Accessoires ist mir super wichtig, dass es zur Farbe passt, zum Outfit passt. Es darf auch nicht zu viel sein, nicht überladen. Manchmal ist weniger auch mehr. Auch diese Outfits darf die Bloggerin mit auf die nächste Shootingreise nehmen. Es geht nach Mallorca. Und die Boutique-Leitung freut sich schon auf stilvolle Werbung. Man muss bei den Bloggern ein bisschen aufpassen, für was die Blogger stehen. Bei Sandra ist es so, sie macht sehr viel Fashion. Sie macht wirklich professionelle Fotos, auch mit meinen Anziehsachen. Und das finde ich immer richtig, richtig gut. Das ist für meinen Laden super, das ist für meine eigene Instagram-Seite super. Sie verlinkt mich da drauf. So kriege ich natürlich auch mehr Follower. Und dadurch kommen auch wirklich die Mädels, sage ich mal, gezielt hier in den Laden.
Auch eine gute Kombi, schön sein und Köpfchen haben. Majolie ist studierte Medienmanagerin. Lange hat sie ein großes Einkaufszentrum in Hannover betreut. Jetzt setzt sie alles auf die Karte Social Media. Ich finde es immer wahnsinnig schwer, solche Zukunftsprognosen zu machen, weil man eben nicht weiß, in welche Richtung sich das Ganze überhaupt entwickelt. Also Instagram kam und von heute auf morgen und kann morgen auch wieder weg sein. Das ist immer so ein bisschen schwer, genauso mit Facebook. Das beste Beispiel ist Snapchat oder Vero. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen ja noch nicht mal was. Aber generell möchte ich auf jeden Fall einfach noch weiter mein Herz schlagen lassen, und zwar im Bereich Mode. Mach mal, Majolie, und verlink uns gerne in deiner Story. Schließlich sind wir von Sat.1 Regional auch immer total hip und up to date.